Peace, Leute, was geht? Rosie's back. Neues Video auf dem Zweitkanal. Heute zusammen mit dem guten Bossio und hinter der Cam, bester Kameramann EU West. Benji. Absolut. Macht er richtig. Jeder gut. Das macht ganz professionell. Komm, dreh um und gönn dir ein paar. Hi, Leute. Guys, komm! Ja, Jungs, wir haben heute was richtig Lustiges vor. Die Idee hatte der gute Bossio. Ja, und für solche geilen behinderten Ideen bietet sich der gute Zweitkanal an. Ja, nötig. Halt's Maul. Ja, wir sagen einfach aus mehreren Interessen ist quasi diese Idee zustande gekommen. Ne? Also natürlich einmal wäre das ein cooles Video. Ja, ich mach's und, noch ich sag's mal so, ein paar Leute haben sich beschwert und ich habe gesagt, ey Broski. Du bist ja Styleberater. Ja, ich bin kein Modeberater, aber lass mal was machen. Wir stellen ein cooles Outfit zusammen. Genau. Ja, deshalb gibt's heute ein Umstyling. Genau. Freunde, ja. Wir machen heute das volle Programm. Hose, T-Shirt, ja gut, Pullover. Unterhose machen wir auch. Also, Friseur gibt es auf jeden Fall auch noch mit rauf, Freunde. Und ich würde sagen, wir nehmen euch ein bisschen mit. Wir sehen uns im ersten Laden. Wo hast du gesagt, gehen wir hin? Also, es geht jetzt erstmal zum Zara. Ne? Ganz easy Laden eigentlich. Weil er macht Kurve. Oh shit. Da holen wir erstmal eine Hose für Broski. Da fangen wir an. Erstmal basic schwarze Hose. Gucken wir mal, was wir da finden. Und dann gibt es noch ein geiles Shirt, geile Sneaker und dann geht's zum Friseur. So, Freunde, wir gehen jetzt gleich zum Zara. Erstmal ganz kurz, was hat Broski an? Eine Fast Shirt, geht klar. Easy, chillige, kurze Jogginghose. Yeezys und Adidas Socken. Ne? Ja, ich wollte eigentlich weiße anziehen, aber ich hatte nur schwarze, weil Gamescom dies, das. Ja. Nicht genug mitgehabt. Also, ne, entspannter Look, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir gehen jetzt zum Zara, holen ein paar Hosen. Ich darf dazu gar nichts sagen, ne? Also ich muss komplett meine Fresse halten. Ich darf nicht sagen, ob ich es feiere, ob ich es nicht feiere. Also die erste Hose ist was für eine Hose? Bisschen zerrissen. Das ist Hose Nummer 2, Boys. Bossio, erzähl was. Du hast sie ausgesucht, ich darf nichts sagen. Auf jeden Fall eine etwas auffälligere Hose, ne? Ist so ein bisschen für so ein krasseres Outfit so, kann man machen, gefällt nicht jedem vielleicht, aber so, ich habe mir gedacht, kann man vielleicht mal ausprobieren. Finn und ich sagen dazu immer, das ist auf jeden Fall eine Hose für ein All-In-Outfit. Genau, ja. Also wenn es halt auf die Kacke hauen muss, dann so. Aber die erste Hose auf jeden Fall top. Die finde ich auch, die würde ich auch mitnehmen. Also, wir waren jetzt mit Zara und jetzt geht's einmal ins Atelier und danach ins Apropos, sind zwei Designerläden, da gibt es alles mögliche, Shirts, Schuhe, Hosen. Und da gucken wir mal, was wir so finden und dann sehen wir uns gleich. Also Freunde, wir sind jetzt hier in Köln im Atelier, gucken mal, was wir so für Broski so ein bisschen finden können. Schauen jetzt auf jeden Fall nach Shirts, Hose haben wir schon und gucken, dass wir ein korrektes Oberteil hier finden. Wie findest du es bisher aktuell so, die Läden, die er aussucht? Ich bin eigentlich echt zufrieden. Ich hätte gedacht, es geht weiter auseinander. Von daher, in den Hosen bin ich echt zufrieden. Aber ich erlaube mir erst ein finales Fazit, wenn das Outfit steht. Und vor allem nach dem Friseur, Alter. Ja, ich bin gespannt. So, wir waren jetzt im Laden. Da wir haben an sich ein geiles Shirt gefunden, aber... Ah, das war Hammer. Das war von Nacken Studios, aber... Ja, aber nicht in deiner Größe. Leider nicht gepasst. Deswegen, also wir gehen jetzt in den nächsten Laden und gucken da, ob wir das da in der richtigen Größe finden. Ist zwar Oversize, aber so ein S-Shirt bringt halt trotzdem nichts, auch wenn es Oversize ist. Deswegen gucken wir mal, was wir im nächsten Laden finden. Würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Was mir wieder komplett. Cash it in, man. Oh, das ist leider nicht drauf. Ich habe mich gerade herzlos aufs Maul gelegt. Wir waren jetzt auf jeden Fall im, wie heißt der Laden? Apropos waren wir drin. In welchem wir den Film durften. Aber war eine sehr, sehr korrekte Beratung. Zwei sehr, sehr korrekte Dudes am Start gewesen. Wir haben für mich ein weiteres T-Shirt gefunden und zwar von... Ist das später. Werde ich das später sehen? Boss hat sich tatsächlich auch was gegönnt. Also eigentlich wollte ich mir nichts holen. Eigentlich. Aber irgendwie kam es halt doch dazu. Ich habe nämlich ein recht nettes Stück gefunden. Kann ich eigentlich auch später zeigen. Ja, genau. Ja, dann brauche ich es jetzt nicht auspacken, aber ihr werdet alles später sehen. Es geht jetzt zum Friseur. Ja, ganz ehrlich, ich habe ein Gutachten erstellt über den Friseur. Das sah folgendermaßen aus. Ich bin auf Instagram gegangen, habe mir ein paar Bilder von ihm angeguckt, dachte mir so, okay, alles klar, das kann schon was aber werden. Baby, fick dein Ex, ich mach Geld. Kino für uns beide, Baby, hopp in Benz. Benz und Flex, Pillen und Sex. Dieses Leben ist nicht gut, doch ich liebe es gern. Also Freunde, wir sind jetzt da, Broski. Wir waren erfolgreich eigentlich, ne? War erfolgreich, was da ein bisschen dabei rumkam, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Der kriegt jetzt seinen Schnitt. Ich bin echt richtig gespannt, ne? Am liebsten würde ich es selbst übernehmen, aber das überlasse ich ihm. Dann gehen wir mal rein. Abfahrt. Seht hier einmal.
Glatze hier oben färben. Hier machen wir so eine Strichglatze. Ja. Die andere Seite machen wir hoch. Aha. Ist eigentlich gut hier. Drin. Perfekt. Ja, ist top. Ich bin dafür, Digga. Ich auch dafür. Aber das kriegst du hin. Ich glaube, das ist Teamwork. Ja. Zwischen euch beiden. Ey, ich sehe schon, wie das am Ende aussieht. Ich sehe schon. Das Endergebnis gefällt mir. 0 ja, mm. So hier 0 genau, mm. Danach mit Übergang. Mit Übergang. Aber hier auch dann Übergang ohne genau. Kante. Ja. Kante lassen wir weg. Besser. Ja, es sieht besser. Also ihr seht, Freunde, ich habe schon mal ein Praktikum gemacht als Barber. Und ich vertraue hier dem Kollegen. Ihr kriegt das hin, dass der liebe Pro-Skin mal wieder gescheit aussieht. Okay, was heißt wieder? Endlich mal. Dass er endlich mal gescheit aussieht, ne? Nice aus. Bin schon zufrieden. Ey, ohne Scheiß, noch nie so übertrieben krass beim Friseur gewesen, ne? Bruder, wie gesagt, ist das normal? So normalerweise halt wirklich, meine Friseurbesuche gehen 10 Minuten. Aber das ist schon krass. Wie gesagt, ich hab euch gesagt, ich bringe einen guten Mann zu den Friseuren meines Vertrauens. Und das ist das Ergebnis, ne? Easy. Jetzt sieht doch mal aus, wie er auszusehen hat. So, war Küssenmeister? Normalerweise 50. Mhm. Aber ich mache hier 30. Okay, korrekt. Mega. Dann zeig ich's klar. So. Weil ich es aber richtig geil fand, machen wir trotzdem 50. Machen wir so. Passt. Mega. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Barbershop Tiraschi. Sehr gerne abchecken. Verlinken wir auf jeden Fall. Und war mega. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich bedanke geil. Mich. So, Männer, wir sind jetzt wieder zu Hause. Friseurbesuch hinter uns. Wir waren lange in der Stadt, ne? 4 Stunden oder so? Ja, wir sind, glaube ich, 16 sind wir los. Und jetzt 21:30 Uhr. Jetzt 9:30 Uhr. Kuss auf jeden Fall am Bossio, dass er mit am Start war. Ehrenmann. Benji hinter der Kamera war auch am Start die ganze Zeit, sehr geil. Bester Kameramann. Und wir haben ein bisschen eingeshoppt natürlich auch. Vor allem Bossio hat spontan sich selbst auch nochmal umgestylt. Ich fange du einfach mal an. Du hast ja auf jeden Fall auch dir was Neues gegönnt. Ja, okay. Der hat so ein kleines Pack-Opening. Ja, ich habe einmal hier dieses Shirt hier. Ja? Also klassisch Oversize-Shirt bei Urban Outfitters geholt. Finde ich eigentlich ganz korrekt. Und dann waren wir noch hier in dem Apropos. Da habe ich mir dann irgendwie spontan einen Hoodie geholt. Weil als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, Alter, der ist echt nice. Hab den anprobiert. Aber auch Real Talk, alle Leute. Benji hat das gesagt, ich hab das gesagt, die Leute, die Verkäufer haben es auch. Das wundert mich jetzt aber auch nicht. Ja, aber klar. Nee, aber der hat so gelacht. Jo, ich dachte, du siehst darin bleicher aus. Ja, aber nein, wenn du es jetzt nicht holst, wirst du es bereuen, Bro. Im Endeffekt, Digga, ein Verkäufer muss halt einfach verkaufen natürlich. Können. Und der hat es halt einfach gut verkauft. So, Digga, der hätte sagen können, ey, Digga, so. Der hätte alles sagen können. Das ist der heftigste Auto, ne? Ey, Bruder, krass. Nein, aber ich finde, der hat schon recht. Also, weil er hat auf jeden Fall recht. Es ist eine knallige Farbe, so, ja. Ne? Klar, also, ich zum Beispiel, ich tue mich immer so relativ schwer mit so gelb-roten Sachen. Ja, auf jeden Fall habe ich das Ding anprobiert und dachte so, Alter, schick mir schon und ich gönne mir mal was. Ja. Ich habe mir ein Off-White-Hoodie geholt, ohne Kapuze. Sieht jetzt von vorne nicht so, also schickt mich trotzdem von vorne, klar. Es geht mir jetzt nicht darum, so Off-White oder sowas. Ich hab also eigentlich nicht, aber von hinten ist der halt schon echt geil so. Also das ist halt quasi, als wäre der so links gedreht. Ja, von also hinten, dieses links gedrehte. Also der, ich finde den schon echt geil und angezogen sieht er halt auch echt. Ich meine generell dieses links gedrehte hat ja durch Leroy Sané über den krassen Hype bekommen. Ja. Und das sieht halt schon echt sick aus. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen und zwar zu Broski seinen Sachen. Wir also ich muss ganz kurz sagen, wir waren halt wie gesagt nicht lange in der Stadt, sind viel Auto gefahren mit Friseurbesuchen und allem. Das hat sich alles ein bisschen so, gezogen. Ne? Deswegen haben wir auch jetzt nicht so extrem viel in den Läden selbst gefilmt, aber wir zeigen euch auf jeden Fall was wir haben. Und zwar war das die erste Jeans. Eine blaue Jeans, ja. Wir haben ja gesagt, hier Broski darf nichts sagen. Ne? Ich meine, trotzdem hat er gesagt, also, ja, schickt mich klar. Aber ich habe jetzt mal gesagt, ich hole jetzt einfach mal was. Hier so ein bisschen so eine Skinny Jeans, die so ein bisschen enger ist. So also eine klassische, ne? Bisschen ripped. Ne, die bisschen ripped, bisschen enger zulaufen. Zara, nichts Besonderes, aber sieht trotzdem geil aus. Und dann hatten wir noch eine. Und da bin ich, da weiß ich, dass die einige ultra hässlich finden werden. Ja, aber und ich habe ja bewusst auch meine Fresse gehalten. Ja. Ich finde sie aber tatsächlich ganz nice. Ich finde sie tatsächlich ganz nice. Ich finde, das kommt so ein bisschen gerade so mit diesen Farbflecken und sowas. Da gibt es ja auch Shirts und sowas mit so Farbspritzern und sowas. Und man könnte jetzt denken, so, Digga, was ist das? Also an sich finde ich das gar nicht. Vielleicht halt was anderes, ne? Du hast ja gesagt, das ist ultra hässlich. Ja. Benjamin, als wird man drauf fixen, ne? Ja, dann
haben wir hier Wiesel nochmal, apropos, habe ich auch nochmal zuschlagen. Und zwar habe ich mir hier ein schönes T-Shirt von Burberry geholt. Hast du so halb ausgewählt? Haben wir so mehr oder weniger zusammen? Also das Ding war, wir haben erstmal geguckt, so Balenciaga, aber da haben wir dann gesagt, ey, keine Ahnung, also Prosky hat ja genug von Balenciaga gehabt von den Shirts. Ja, und dann würde ich sagen... Haben wir noch ein Shirt? Fast vergessen. Ah, stimmt! Haben wir noch ein Shirt. Und zwar auch bei Urban Outfitters geholt. Und zwar ein Guest-Shirt, finde ich eigentlich echt ganz cool. Auch so ein bisschen im Oversize-Schnitt. Geht auch noch natürlich ein bisschen in die Breite, nicht zu lange an der Hüfte. Ja, ist halt so ein Guest. Also ist jetzt halt nicht so ein ultra-auffälliges T-Shirt. So, so eine ja, nee, aber geht auf jeden Fall fit. Ne? Schwarz, gelb, schön Kontrast, Guest, geht auf jeden Fall fit. Und dann würde ich sagen, wir merken schon, der Kameramann sagt, ey, Akku ist gerade kritisch. Einmal einkleiden und dann sehen wir uns. Das Outfit. Das Borsini Outfit. Das ist das Borsini Outfit. Ganz kurz, woran habe ich mich orientiert? Ich bin kein Modeexperte, ne? Also nur mal kurz zu sagen. Aber was habe ich gesagt? So, die Jungs haben immer gesagt, ey, dieses einfach so teure Klamotten, aber halt nicht gut kombiniert. So daran haben wir uns so ein bisschen, so, ne, das so als Maßstab genommen, so, was machen wir? Also deswegen, an sich, ich habe mich einfach daran orientiert, so basic, coole Hose, ne? Die ist ein bisschen zerrissen, schön Skinny Jeans, weil Prosky hatte mal Hosen, die waren recht extrem lang, gerade am Sneaker und sowas, ne? Und es ist ja jetzt nicht so, dass er so einen extrem Sneaker hat, gerade so Yeezys oder sowas, finde ich, betone so schmale Jeans ist ein bisschen besser. Dafür dann halt einfach ein Basic-Shirt, weiß mit schwarzem Aufdruck, Burberry. Ob das jetzt von der Marke ist oder nicht, ist jedem selbst überlassen, aber es fällt halt ein bisschen auf, ne? Und finde ich, ist an sich ein echt schlichtes, aber passendes Outfit. Weißes Shirt auf weiße Schuhe mit einer hellen Hose finde ich echt top. Uhr dazu. Ja gut, dazu muss man sagen, Schuhe haben wir jetzt nicht extra gekauft. Ne, Schuhe natürlich nicht extra, aber wie gesagt, wir waren noch nicht jetzt lange in der Stadt. Man könnte auch theoretisch jetzt auch die Hosen draufziehen. Dann ne? Wird es halt ein bisschen extremer sein. Dann wäre es noch extremer, ja. Wird man noch mehr auffallen. Ja. Wird aber auch passen, ne? Ja, also du hast den schwarzen Aufdruck, die schwarze Hose und weiß mit den weißen Schuhen oder schwarze Schuhe geht auch. Das ist dann, sag ich mal, um noch mehr aufzufallen, wenn man jetzt, keine Ahnung, feiern gehen will oder, ne? So, also wie gesagt, das ist so das Basic Outfit, finde ich, das passt. Und, ich feier den Schnitt von dem Shirt echt. Ja, und es ist halt wieder, es ist halt so ein Schnitt, ich finde, der ist nicht zu extrem, aber auch nicht zu wenig, genau. Also nicht so mega eng anliegend, dass der jetzt, keine Ahnung, so hier sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Werdet mein Outfit. Wie viel ist dein Outfit eigentlich wert? Wie viel ist mein Outfit? Freunde, ich hoffe, dieses Video der anderen Art hat euch mal gefallen. Lasst auf jeden Fall Liebe für Bossio und Benji da. Deren zwei Kanäle auf jeden Fall auch verlinkt. Wir haben ja hier sehr gut zur Tat zur Seite gestanden. Deshalb, in dem Sinne, besten Dank. Bewertet das Video, falls es feiert, dann vielleicht kleide ich ja mal irgendwann Bossio ein. Wer weiß, dass ich das sehe. In dem Sinne, ciao, ciao.